Ja, hallo Leute, heute möchte ich mit euch das BCB Military Survival Kit reviewen. Und dieses Kit hier habe ich schon bei anderen YouTubern oft gesehen aus der Bushcraft- und Survival-Szene. Und endlich habe ich mir ein Herz gefasst und heute möchte ich mir dieses Ding mit euch einmal ansehen. Okay, dann lasst uns mal anfangen. Also die Dose ist einmal ziemlich groß, macht einen massiven Eindruck. Und ich muss mich auch entschuldigen, ich habe es nämlich schon geöffnet für meinen englischen Kanal. Jetzt habe ich wieder alles reingegeben und zugemacht, so wie die Dose kommt. Das seht ihr auch hier auf der Seite, wird das Kit mit diesem Isolierband verschlossen. Und dann kriegt man das auch ziemlich wasserdicht. Die Dose an sich ist ziemlich robust und auch nicht so leicht zu verbeulen. Was ich noch probieren möchte irgendwann einmal ist, ob man wirklich hier drinnen Wasser abkochen kann. Ich glaube schon, sie sollte wasserdicht sein, also das sollte funktionieren. Aber jetzt schauen wir uns mal das Kit genauer an. So. Und was gleich einmal als erstes auffällt, ist, dass der Deckel nicht ganz zugeht. Und das liegt daran, dass die Dose übervoll ist. Ja, und das ist im Kit enthalten. Als erstes zwei Kondome für den Wassertransport. Ich muss sagen, von dem bin ich jetzt nicht der größte Fan, weil es schwer ist, Wasser aus einem Fluss mit einem Kondom zu entnehmen. Es geht zwar, aber ich finde es nicht so toll. Und die können natürlich auch reißen. Aber natürlich ist es vielleicht besser als gar nichts. Also ja, lassen wir das mal so stehen. Dann als nächstes gibt es hier so Chemikalien zum Aufbereiten von Trinkwasser. Das sind die von Oasis. Und da kann man schon erkennen, Gefahrenkennzeichen. Also hiermit ist nicht zu spaßen. Ich kenne auch jemanden, der durch sowas sich ein bisschen vergiftet hat und ins Krankenhaus gegangen ist, weil da muss man mit der Dosierung wirklich, wirklich aufpassen. Nur eine Tablette pro Liter Wasser. Die Frage ist halt, ob man 1 Liter in so einem Kondom gut abschätzen kann und ich glaube eher nicht. Ja, da kommt es halt wirklich drauf an, habe ich jetzt noch eine Flasche mit, wo ich ungefähr weiß, wie viel Milliliter die hat, oder finde ich eine Plastikflasche am Strand. Ja, wie gesagt, die sind mit Vorsicht zu genießen und sicherlich ist es nicht gesund, sich sowas regelmäßig reinzuhauen. Dann ist hier auf der Seite noch was anderes rausgeflogen, das hier. Das ist so ein Silikonschlauch. Da könnte man zum Beispiel damit aus irgendwelchen Ritzen Wasser raussaugen. Und im Notfall kann ich das auch noch als Schnur verwenden. Ja, also mir wäre es lieber, da wäre eine richtige Schnur drinnen, ein Paracord oder so. Weiß auch nicht, ob das besonders reißfest ist. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es, dass ich aus einer Ritze da jetzt Wasser rausholen muss. Ja, also dieser Gegenstand weiß ich nicht, ob das wirklich wichtig ist in einem Survival-Kit, aber okay, sie haben es halt reingegeben. Dann als nächstes hier ist ein Spiegel. Der Spiegel hier ist flexibel, dünn, leicht, aber man sieht sich halt auch nicht sehr gut darin. Ich habe schon probiert, diese Folie hier runter zu bekommen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Schauen wir mal, ob ich es diesmal schaffe. Ja, ich weiß nicht, ob da noch eine Folie draufklebt oder ob das wirklich der Spiegel ist. Ich kriege es jedenfalls nicht runter. So ist der Spiegel nicht so gut. Man kann sich nicht wirklich gut darin sehen. Finde ich jetzt nicht die beste Wahl, aber okay. Als nächstes gibt es hier so einen Unfallbericht. Da kann man draufschreiben, wo man zum Beispiel Verletzungen hat. Finde ich aus psychologischer Sicht richtig, richtig gut, dass man da was zum Schreiben hat. Man kann auch andere Gedankengänge raufschreiben oder ein Testament, keine Ahnung. Also Papier ist immer gut zu haben. Man kann es als Zunder genauso verwenden, wenn man jetzt irgendwie in einer nassen Gegend ist und ein Stückchen Papier braucht. Als nächstes gibt es hier noch so Pflaster in verschiedenen Größen, ein richtig großes oder zwei von denen sogar und dann noch zwei kleinere, also vier Pflaster insgesamt.
Finde ich gut, weil bei der Ersten Hilfe Pflaster das Wichtigste ist. Und ja, das war es, glaube ich, auch schon vom Erste-Hilfe-Set her. Und man muss natürlich auch zur Verteidigung dieses Survival-Kits sagen, dass man natürlich nicht ein ganzes Erste-Hilfe-Kit hier reinstopfen kann. Also sie haben sich auf die wichtigsten Sachen beschränkt und das ist auch gut so. Dann als nächstes, hoppala, als nächstes gibt es eine Säge, eine Drahtsäge. Und von denen bin ich nicht so der Fan. Die sind relativ ineffizient. Sie funktionieren zwar schon, aber es dauert wirklich lange, einen Ast durchzuschneiden. Ja, okay. Ich werde wahrscheinlich lieber einen Ast abbrechen fürs Feuerholz, als dass ich das verwende. Vielleicht, ja, gibt es irgendeinen Ast oder Zweig, den ich zersägen will für eine Falle. Das lasse ich mir einreden. Aber zumindest, was mir auffällt, ist, dass bei dieser Säge die Griffe wirklich gut gemacht sind und da tut es Anhalten auch nicht so weh. Also die haben da so eine Gummiarmierung drüber gemacht und das finde ich richtig gut. Also für das, dass ich Drahtsägen nicht mag, finde ich die noch am besten von allen. Ja, dann haben wir auch noch hier ein Teelicht, kann man immer benötigen. Einfach so als Licht oder auch zum Anzünden von einem Feuer. Dann gibt es einen Feuerstahl von der Marke BCB. Und der ist wirklich schön dick und die Qualität ist auch sehr gut. Also der macht so richtig schöne Funken. Und dann auch hier der Striker. Das war mal eine Eisensäge. Und da kann man auch die Eisensäge verwenden, um da zum Beispiel so kleine Kerben zu machen, bei einer Falle zum Beispiel, oder ein Metall zu schneiden, was auch immer das sein könnte. Der Striker geht aber nur hier vorne richtig gut. Die anderen Ecken funktionieren nicht. Und dazu bekommt man noch ein bisschen eine Schnur, die könnte man im Notfall auch noch für eine Vogelfalle verwenden. Also der Striker und der Feuerstahl ist wirklich okay, finde ich gut. Und die einzige Kritik ist, dass der Feuerstahl ein bisschen kurz ist. Okay, dann hier beim Feuerstahl, da gibt es einen kleinen Kompass. Das ist so ein Button-Kompass. Und ich versuche den gerade in die richtige Richtung zu kriegen. Ja, also gehen tut er, aber es dauert halt ewig, bis der um die Kurve kommt. Es ist besser als nichts, definitiv. Aber ich wünschte mir, da gibt es auch so kleine Nadelkompasse, die ein bisschen größer sind. Und ich hätte mir gewünscht, dass so einer vielleicht drinnen ist im Kit. Ja, dann gibt es noch ein Zunder dazu, das ist Watte. Die darf natürlich in keinem Survival-Kit fehlen. Dann haben wir hier ein kleines Näh-Kit. Wird man wahrscheinlich nicht brauchen, aber was wichtig ist, ist die Nadel. Mit der Nadel kann man sich dann so kleine Späne aus der Haut rausoperieren. Ja, das ist das Näh-Kit. Dann gibt es ein kleines Messer. Ich muss sagen, das ist nicht das beste Messer. Es ist relativ klein, es kommt mit Liner-Lock, aber es dauert wirklich, bis das Liner-Lock einrastet. Da muss man sich ein bisschen spielen. Okay, jetzt ist es eingerastet. Also von der Qualität her ist das nicht das beste Messer. Es kommt auch mit so Serrations zum Schnurschneiden, wird das schon gut sein, aber so fürs Schnitzen nicht so toll. Ja, trotzdem besser als nichts, aber ich wünschte mir, sie hätten ein bisschen ein größeres Messer reingegeben. Ja, dann gibt es noch Sicherheitsnadeln. Warum nicht? Die sind klein, dünn, leicht, passen ins Kit und die kann man für alle möglichen Sachen verwenden. Dann haben wir noch nochmal diese weiße Schnur. Ich glaube, das ist eine Nylonschnur. Ist sicher gut für Vogelfallen. Man kann sich auch andere Verlängerungen damit machen, zum Beispiel für Drahtfallen. Und für das gibt es dann auch Draht im Survival Kit. Das ist so ein Messingdraht und der hat ungefähr so einen Millimeter an Stärke. Also der ist wirklich gut.
zum Fallen stellen für kleine und mittlere Tiere, also bis zum Hasen funktioniert das. Da kann man sich eine Schlinge machen und dann mit dieser Schnur die Schlinge verlängern. Und ich würde mal schätzen, dass hier 3 Meter drauf sind oder 2 Meter. Da kann man sicher einiges an Fallen herstellen. Ja, was gibt es noch? Dann gibt es eine Signalpfeife. Und die hier finde ich richtig, richtig gut. Die ist nicht zu dick, nicht zu groß und trotzdem funktioniert sie wirklich laut. Ja, also mit der kann man wirklich, die hört man sicher einige hundert Meter weit. Ja, dann gibt es noch hier drinnen ein kleines Licht. Das ist eine Leuchte mit einem LED. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist nicht das stärkste Licht, aber es reicht, dass man jetzt in der Nacht hier drinnen nach etwas sucht. Und definitiv ist es besser als gar nichts. Schön klein, leicht, handlich. Man kann das auch mit diesem Ring irgendwo festmachen. Also finde ich jetzt nicht so schlecht, aber natürlich ist es nicht die beste Qualität. Da gibt es noch viel bessere, die nicht viel größer sind. Ja, dann haben wir hier drinnen noch ein wirklich super Fishing Kit. So, machen wir das kurz auf. Ja, da gibt es die Schnur dazu. Die macht einen sehr soliden Eindruck. Also was ich jetzt gezählt habe, gibt es 4 Angelhaken. Die haben auch einen Widerhaken. Und die kommen mit einem Loch hier am Ende. Das heißt, auch für den Anfänger sind die sehr bedienerfreundlich, wenn man jetzt eine Schnur dran macht. Da muss man jetzt nicht die ärgsten Anglerknoten kennen. Dann gibt es noch 4 Gewichte und eben 4 Swivels. Finde ich nicht so schlecht. Also das ist schon ein besseres Angelset und da habe ich schon schlechtere gesehen. Ja, dann haben wir hier noch wirklich coole Sturmstreichhölzer. Und da wurde die Reibfläche in ein anderes Fach eingeschweißt, sodass diese Streichhölzer nicht aus Versehen hier sich entzünden. Und da steht, ein Streichholz brennt für 10 Sekunden im starken Wind und Regen. Super. Die können dir das Leben retten, wenn du irgendwo im Sturm draußen bist. Ja, und dann gibt es noch 2 solche Rasierklingen, die haben diesen blauen Griff hier. Ja, mit denen muss man halt richtig aufpassen, dass man sich nicht schneidet. Aber ich habe mit sowas schon mal einen Fasan ausgenommen und komplett zerschnitten und zerwirkt. Es funktioniert ziemlich gut. Da kann man locker damit einen Fisch ausnehmen oder einen Hasen. Finde ich nicht so schlecht, dass die dabei sind, aber natürlich sind die auch mit Vorsicht zu genießen. Ja, und dann gibt es auch noch den Stift. Der gehört zum Unfallbericht dazu. Und dann haben sie hier noch 2 Kabelbinder reingegeben. Ja, die finde ich jetzt nicht besonders stark, muss ich sagen, aber besser als nichts. Und dann gibt es hier noch 2 solche Haken. Ich weiß nicht, ob das so gehört, dass man das dann so ins Feuer stellen kann und sich ein Wasser abkocht. Aber ich stelle mir das auch schwierig vor. Und wahrscheinlich fällt das auch um, wenn das voll ist mit Wasser. Also so super finde ich jetzt diese Lösung mit den Haken nicht. Ja, ich würde es lieber weglassen. Ja Leute, jetzt möchte ich mit euch mal diese Checklist durchgehen. Ich habe mir da eine Liste geschrieben, welche Prioritäten wichtig sind in einer Survival-Situation. Shelter, Feuer, Wasser, Essen, Security, Orientierung, dann, dass man auf sich aufmerksam machen kann. Dann verschiedene Items, zum Beispiel Miscellaneous, das heißt irgendwas, was eigentlich nicht wichtig ist, aber trotzdem dabei ist. Erste Hilfe, dass man ein Werkzeug hat zum Schneiden, Schnur, eine Taschenlampe und eine Nadel. Und in den meisten Bereichen erfüllt das BCB Military Survival Kit all diese Prioritäten, außer die ganz erste, Shelter. Wir haben da überhaupt nichts dabei, keine Plane, kein Emergency, Space Blanket, da ist eigentlich gar nichts dabei, mit dem ich ein Shelter bauen kann. Nicht einmal eine ordentliche Schnur, also Paracord. Ja, man kann vielleicht das nehmen, aber das ist jetzt auch nicht so stabil. Und die kleine Schnur hier,
Da würde ich jetzt auch nicht mein Leben anvertrauen. Und wie viel ist da drauf? Keine Ahnung, 3 Meter oder so, 2 Meter. Also, dieses Survival-Kit ist gut, aber eben eher für Feuer, Wasser oder zum Beispiel für, ja, man kann damit Fallen stellen und Fische fangen. Für das ist das Survival-Kit gut, aber natürlich für Shelter bauen ist da gar nichts dabei. Und man muss aber so fair sein und sagen, dass die Dose halt auch relativ klein ist. Und da kriegst du auch halt kein Tarp rein. Da ist dann halt die Frage, ob man sich so ein Survival-Kit nicht in eine größere Dose bauen möchte, wie die hier. Die kann man dann auch als ordentlichen Container verwenden zum Abkochen von Wasser. Und trotzdem hat man vielleicht dann noch so 2 Emergency-Space-Blankets dabei oder so Notfall-Ponchos aus Plastik, die wirklich nicht viel Platz brauchen. Und ich würde mir persönlich ein Survival-Kit in so eine Dose bauen, weil die einfach zu klein ist. Oder man sagt, okay, ich habe hier mein Kit und ich nehme jetzt so eine kleine, so einen Regenponcho und lege ihn drauf und mache das irgendwie fest mit Schnur oder so. Dann hat man halt ein leicht größeres Kit, aber besser als nichts. Ja, zum Preis von diesem Kit möchte ich sagen, das hat mir jetzt 35 € gekostet. Ist schon ein bisschen teuer für was da drinnen ist. Und die Frage ist, ob man nicht sich selber so ein Kit besser bauen könnte, das sogar billiger ist, weil die meisten Menschen haben ja schon irgendwelche Gegenstände wie zum Beispiel Schnur oder eine Signalpfeife oder ein Draht vom Garten, von der Gartenhütte zu Hause oder vielleicht ein Messer, das ein bisschen größer ist, muss ja nicht das Beste sein, aber ein bisschen größer als das hier. Auf alle Fälle möchte ich sagen, dass dieses Kit gut ist. Es kann einem das Leben retten in einer Survival-Situation, vor allem weil für Feuer machen sehr viele Gegenstände drinnen ist und Feuer ist ganz wichtig, vor allem in kalten Regionen. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Feuerstahl verliere, habe ich immer noch Streichhölzer als Redundanz. Okay, jetzt machen wir noch ein kleines Gedankenspiel. Was würde ich empfehlen für ein Kit so wie das hier? Oder ein bisschen größer. Welche Gegenstände würde ich wirklich hier reinpacken und welche würde ich rausschmeißen? Pflaster, definitiv ein Ja. Dieser Bericht, definitiv ja. Ein Stift, natürlich. Kondome, eher nicht so mein Fall. Ich glaube nicht, dass das so gut ist zu befüllen. Und auch wenn es das schaffst, kann das reißen. Da stellst du das einmal auf einen spitzen Stein oder auf einen Zweig und dann reißt dir das Ganze ein. Finde ich jetzt nicht so toll. Ich würde mir eher irgendwo eine, ja, kleine Wasserflasche besorgen und die mitnehmen. Der Spiegel hier, der ist wirklich nicht so gut. Das ist der schlechteste Spiegel, den ich bis jetzt gesehen habe. Da würde ich einen anderen empfehlen. Und zwar würde ich diesen Spiegel hier einpacken. Der ist auch klein, ein bisschen dicker aus Plastik. Und der hat auch hier hinten so ein Loch. Da kann man dann durchschauen und zum Helikopter signalisieren. Und da vorne, also dieser Spiegel ist auch besser, man kann sich da wirklich im Gesicht anschauen. Da gibt es noch eine Folie, die kann man abziehen. Und das ist dann wirklich ein schöner Spiegel. Spiegel sind extrem wichtig, nicht nur fürs Signalisieren, sondern auch, ich möchte die Möglichkeit haben, dass ich mir selber ins Gesicht schauen kann oder hinten vielleicht am Rücken, wenn ich eine Verletzung habe, dass ich das behandeln kann. Und ohne Spiegel schaut es da wirklich schlecht aus. Da würde ich lieber so einen mitnehmen, als das andere klumpert hier. Okay, die Kerze finde ich toll. Das hier, das ist ein Klumpert. Ich sag's euch ehrlich. Dann nehme ich lieber ein größeres Folding Knife mit. Das würde ich auch raushauen. Also statt dieser Säge und diesem Messer würde ich lieber ein Spyderco Messer reingeben oder irgendein billigeres, es muss ja nichts teures sein, irgendein billigeres Folding Knife, das da reinpasst. Dann die 2 Zip Ties hier finde ich ein bisschen schwach und die würde ich durch 2 richtig fette Kabelbinder austauschen. Da kann man dann wirklich sein Messer an einen Stock dran machen. Das bricht nicht so leicht. Ja, dann dieser Silikonschlauch. Ich glaube nicht, dass jemand den wirklich verwenden wird, also raus damit.
Die zwei Rasierklingen finde ich gut. Das kleine Licht ist nicht das Beste, aber besser als nichts. Dieser Draht ist sehr, sehr gut, finde ich toll. Fishing Kit ist super, aber ich würde mir noch ein paar Fischerhakeln wünschen. Die Schnur ist auch super, schön dick. Ja, dann natürlich Watte wichtig, Feuerstahl super wichtig. Streichhölzer, alles klar. Ein bisschen Schnur, wieso nicht? Die Nadel und die Sicherheitsnadeln und dann natürlich die Pfeife. Ja, dann statt diesen giftigen Tabletten würde ich mir zusätzlich noch einen Soja-Mini-Filter einpacken. Und statt den Kondomen würde ich dann diesen Behälter hier mitnehmen. So, und das ist hier mein Notfallfilter für Survival. Und das Ganze würde ich dann so transportieren. Meine Empfehlung ist, Survival Kits immer selber machen. Und man kann natürlich die guten Sachen hier rausnehmen und hier reingeben und dann vielleicht noch ein Tab dazu und Paracord. Und dann hat man eine wirklich super Survival-Dose, mit der man auch im Survival-Notfall sehr, sehr viel anfangen kann. Ja, Leute, also das war's von mir heute. Das war das BCB Military Survival Kit. Ist es wert, sowas zu kaufen? Das müsst ihr selbst entscheiden. Wenn ihr meinen Kanal supporten möchtet, dann lasse ich euch einen Link zu diesem Survival Kit in der Beschreibung. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.